Servus, liebe Freunde, willkommen zurück zum Hardstyle. Ja, wir machen jetzt hier erstmal mit der Ernte weiter, werden natürlich auch gleich unsere Sämaschine mit dem Raps hier wieder starten, dass der hier auch gleich in die Puschen kommt. Abtanken brauchen wir wohl nicht, aber wir werden natürlich auch unser Stroh hier weiter einsammeln. Da müssen wir gucken jetzt, dass wir vor der Sämaschine bleiben, das ist ganz wichtig, denn wir wollen ja kein Stroh verlieren, das bedeutet nämlich ansonsten Verlust barem Geldes und das können wir uns hier definitiv noch nicht leisten. Ja, mit den Erweiterungsgedanken bin ich jetzt auch schon wieder ein bisschen am Grübeln, was wir denn dann eventuell machen könnten. Ich liebäugel ja unten eigentlich mit dem Feld Nummer 20. Das kostet 50.000 Euro und würde ganz gerne dieses Feld eigentlich dann direkt nutzen für die BGA, aber jetzt nicht in Form von Gras, sondern das Ganze direkt sozusagen als Maishäckselfeld zu machen. Ist ein etwas kleineres Feld als das 16er, aber hat natürlich die Möglichkeit oder den Vorteil, es ist direkt in der Nähe. Wir haben natürlich Riesenkapazität an Silo. Da muss ich dann auch nochmal gucken, ob wir hier wirklich 1 Million drin haben. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass dann, wenn es schwieriger ist, auf einmal mehr da reinpasst. Aber vielleicht ist das auch nur bei der prozentualen Angabe irgendwo nicht so ganz in Ordnung. So, und damit wir hier erstmal weiterlaufen, werden wir direkt mal den Mähdrescher abtanken. Dann fahren wir auch gleich das Stroh weg. Wir sind ja vom Kurs durch die zwei Helfer und die Sämaschine natürlich jetzt finanziell ein wenig geschwächt, weil natürlich das Saatgut zweimal Helfer geht gut ins Geld und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir hier auf alle Fälle ja mit dem Stroh am Ball bleiben sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn die Ernte fertig ist, dann, wie gesagt, meine Idee, Feld 20 unten direkt als Häckselfeld, als Maishäckselfeld. Natürlich erstmal mit dem Zweireiher, das wird natürlich eine schöne, langwierige Arbeit. Aber wenn wir dann das erste Geld drin haben, wie gesagt, ich hoffe ja auf einen guten Ertrag dort unten, also auf einen guten Verkaufspreis sozusagen, dann könnten wir uns, glaube ich, ziemlich schnell hier sanieren. Das dürfte uns dann doch einen guten Vorteil bringen. So, wir tanken erstmal hier ab, werden gucken, dass wir wieder so in die Richtung der 4.000 Euro kommen. Denn wir wollen ja das Stroh dafür benutzen, wie gesagt, um hier unsere ja Kosten zu decken. Für den reinen Gewinn später haben wir im Prinzip dann die Ernte, die wir verkaufen. Ist zwar nicht so viel, aber immerhin, also das Stroh bringt natürlich auch ganz gutes Geld, im Verhältnis sogar eigentlich fast so viel wie die Ernte, wenn man es mal so sieht. Na ja, gut, nicht ganz so viel wie die Ernte, das ist jetzt war ein bisschen unsinnig, aber ich sag mal, es trägt einen großen Teil dazu bei, dass wir hier doch zumindest unsere Kosten gedeckt kriegen. So, wo stehen wir? Wo sind wir? Was passiert hier? Hier ist eine Spur. Ich habe nämlich eben irgendwie gar nicht drauf geachtet, aber ich achte gerade auf was anderes. Ganz schnell darüber spurten, denn unser Mähdrescher ist erstens gleich voll und zweitens stehe ich hier im Weg. Bei 97%, ihr seht schon, tut sich nicht mehr viel. So, denn nee, Solaris im Weg ist ganz schlecht, vor allem wenn die Helfer so teuer sind. Die haben wir jetzt nicht gerade irgendwo im Sonderangebot geschossen. So, das passt. Jetzt gucken wir wieder da zu unserem kleinen Ladewagen hin. Und ich glaube, ich habe auch schon gerade die Spur gefunden, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich nicht nach oben, sondern nach unten. Genau, denn da ist unsere Spur, wo wir aufgehört haben. Ja, passt doch wunderbar. Alles in Butter, beziehungsweise hier in dieser Folge eigentlich alles im Stroh. So, und der Ladewagen füllt sich natürlich zum Glück relativ schnell wieder. Wir sind ja froh für jeden Cent, den wir darüber sozusagen einfahren können. Denn ihr seht, die Kosten gehen schon wieder explosionsartig nach oben. Wir sind schon wieder nur noch auf 3.800 Euro. Ja, so viel Stroh können wir gar nicht so schnell einsammeln. Aber dafür ist natürlich hinten dran auch schon die Sämaschine wieder hier mit der Kombination hier rechts im Einsatz. Das ist schon mal, glaube ich, eine gute Verbesserung gewesen, dass wir hier nicht mehr mit zwei Geräten, sondern nur noch mit der Kombi arbeiten. Das macht es doch ein bisschen einfacher. Ja, und hier rechnen sich eventuell größere Maschinen auch, gerade die, die jetzt mit Helfer gefahren werden.
weil natürlich dadurch die Zeit des Helfers deutlich geringer ist, die er braucht. Und ja, das verursacht auf Dauer weniger Kosten. Dadurch amortisiert sich unser Gerät um einiges schneller. Also da ist natürlich auch dann beim Erweiterungsgedanken zu gucken, effektivere Maschinen hier zu besorgen. Effektiver wäre es auch, wenn ich vielleicht hier über die Spur fahre und nicht neben der Spur im wahrsten Sinne des Wortes mich befinde. So, probieren wir es nochmal. Da habe ich irgendwie jetzt doch nicht alles aufgenommen. So, aber jetzt können wir schon wieder anhalten, denn unser Mähdrescher ist voll. Da spurten wir gleich rüber, tanken den hier gleich wieder ab. Ist natürlich jetzt wieder an der ungünstigen Position. Da müssen wir jetzt wieder warten, bis er abgetankt hat. Ach, das ist auch blöd. Aber nur gut. Und jetzt fahren wir auch noch... Ach doch, halt, eben hat er es doch gehabt. Eben waren wir doch richtig... Eieiei. Dann versuche ich es mal so rum, noch ein bisschen näher ranzufahren. Das jetzt hinhaut. Nee, jetzt bin ich ganz nebendran. Ah, jetzt hatte ich es eben wieder. Ei, was machen wir denn? So, jetzt bleibe ich aber gerade... Haha, nicht anbumsen. Anbumsen ist nicht gut. Jedenfalls hier nicht auf dem Feld. Das wollen wir nicht. So, 60% hat der Kipper schon, sehe ich gerade. Ja, das ist doch gar nicht mal schlecht. Was bringt uns die Gerste eigentlich? 311 am Güterbahnhof. 336 an der Mühle. Das ist der beste Preis. Klingt gar nicht mal schlecht. Wären also jetzt 4.500 €. Ihr merkt schon, das sind ganz andere Hausnummern, die man hier hat. Halt, einmal hier wieder rüber. 4.500 ist natürlich bei weitem nicht so das, was man sich unter normalen Ernten vorstellt. Ja, deswegen müssen wir uns nach Alternativen umgucken, ne? Wir müssen schauen, dass ich... oh, da habe ich schon wieder einen Streifen stehen lassen. Den nehme ich auf dem Rückweg, glaube ich, gleich mit. Dass wir uns anderweitig hier schnellstens Geld besorgen. Also Radlader brauchen wir auf alle Fälle noch. Die Investitionen müssen wir machen. Das ist klar, weil wir brauchen ja auf alle Fälle auch ein Gerät, mit dem wir dann, wenn das Silo später gegoren ist, unten, ja, das Ganze zu Geld machen können, indem wir es eben ins BGA-Silo reinkippen. Man geht halt mal nur mit dem Radlader. Und der kostet irgendwas um die 28.000 €, kostet der, glaube ich. So, jetzt fahre ich hier schon wieder so einen Schrott. Alles ist ganz praktisch, dann fahre ich jetzt im Doppelkreis sozusagen. Nehme gleich beides auf, was hier gefehlt hat. Einmal habe ich hier auf dem Rückweg was liegen lassen. So, das nehmen wir auch gleich mit. Soll ja auch alles ordentlich sein, ne? So, und jetzt werden wir hier wieder in unsere Verlustspur reingehen. So, wir werden auch das aufnehmen und schon passt es wieder. Wunderbar. Ja, ganz toll. Jetzt sind wir gerade wieder so weit, dass wir hier etwas aktiv sind. Können wir gleich hier Mähdrescher abtanken. Ich meine, für uns ist es ja gut. Allein aus dem Grund, je mehr Liter wir haben, umso mehr Kohle gibt's. So, mein Freund, wo stehst du? Du stehst da drüben, das ist gut. So. Einmal bitte hier entladen. So, und gleich hier weitermachen. Denn die Sämaschine fährt gnadenlos weiter. Ja, soll sie eigentlich ja auch. Damit wir eben schnellstmöglich hier wieder ja zu einem Wachstum kommen. Da müssen wir halt immer am Ball bleiben. Ja, ist natürlich jetzt nicht besonders aufregend hier mit Stroh einsammeln und ernten und allem, aber das wird sich sehr, sehr bald ändern. Wie gesagt, wenn also uns dieser Quereinstieg dort unten funktioniert, wenn uns der funktioniert, du gut Deutsch, dem sprechen diese heute, also wenn das so funktioniert, wie wir uns das denken, sagen wir es mal ganz einfach, dann können wir unten das Feld 20, wie gesagt, kaufen für 50.000 €, brauchen dann noch eine passende Sämaschine und die, ja, den Zweireiher-Ernter und einen kleinen Kipper, wenn wir brauchen. Also alles in allem werden wir so um die 150.000 € brauchen. Um das im Prinzip optimal zu nutzen. Ist ein Haufen Geld. Aber ich hoffe natürlich, dass wir noch 1-2 Missionen hier machen können. Ich denke mal, die bieten sich einfach hier im Hardstyle an, weil die unheimlich viel Geld bringen, diese Mähmissionen. Und ja, das können wir, sobald die Ernte hier vorbei ist und dann im Prinzip nur noch die Sämaschine vor sich hinrattert, ohne Probleme gleich die nächsten machen. Dann sollten wir auch relativ schnell das Geld zusammenkriegen. Jetzt fahre ich hier schon wieder sofort bei. Eieiei. Außerdem habe ich gesehen, hier, wenn wir mal genau gucken, in der Statistik, ich habe auch noch Weizen im Lager. Das habe ich wohl beim letzten Mal irgendwie vergessen. Keine Ahnung wieso.
Und oben am Baseballplatz haben wir auch noch eine Menge Gras liegen, was wir noch einsammeln können. So, gleich wieder zum Mähdrescher flitzen. Also wir haben noch ein bisschen Kapital zur Verfügung, so, mit dem wir dann noch ein bisschen jonglieren können. Also, und ihr seht hier auch, zeige ich es gerne nochmal, 55.000 Euro haben wir auch schon wieder zur Verfügung. Im Moment ist es natürlich gut, weil es den Kreditzins nach unten drückt. Aber wenn es zur BGA-Investition geht, dann pfeife ich auf den Zins, weil dann haben wir den Kredit nach einer Ernte im Prinzip schon ganz in Dicke wieder drin. Wenn zumindest der Verkaufspreis stimmt. Da bin ich auch mal gespannt. Erstens, wie lang gärt das Silo? Zweitens, was bringt uns dann so eine Schaufel mit 2000 Litern? Bringt die auch so wie im normalen Schwierigkeitsgrad ca. 2500 Euro oder bringt die weniger? Da bin ich gespannt, was uns erwartet, welche Überraschung. So, wo ist mein... Ach, da hinten steht er ja. Mein Ladewägelchen. Sieht aus wie ein übergroßer Golfkarren, aber ich finde den immer noch süß und goldig und knuffig, den kleinen. Und ihr seht, die Seemaschine holt auf. Die kommt also jetzt hier ganz schön hinterher, zumal ich ja jetzt schon wieder hier schräg fahre. Na, ganz tolle Wurst. Ah ja, so werde ich das natürlich nie vor der Seemaschine schaffen. Beziehungsweise muss dann dauernd wieder abtanken, komme da natürlich nicht hinterher. Also da muss ich noch, jetzt fahre ich doch genau in der Mitte von der Spur. Warum nimmt er das nicht auf? Also das ist nicht gut. Ich glaube, da werde ich bald mal gucken, ob ich vielleicht nicht doch einen anderen Ladewagen hole. Aber das Problem ist, der kostet auch 90.000. Also im Moment müsste ich erstmal hier mit dem kleinen Knutscher zurechtkommen. So, ich muss also einen Tick nebendran eigentlich fahren, damit die Textur komplett aufgenommen wird. Das muss ich mir mal merken, damit ich da nicht jedes Mal hier so ein Hickhack veranstalten muss, weil ich da irgendwo wieder im wahrsten Sinne des Wortes komplett neben der Spur bin. So, und jetzt ist auch noch der Wagen voll. Hat ein gutes und ein schlechtes. Das schlechte ist, die Seemaschine holt noch weiter auf. Das gute ist, wir kriegen jetzt wieder ein bisschen Geld rein. Denn ihr seht, das halbe Feld ist jetzt schon fast eingesät. Und wir haben schon gute 1000 Euro sozusagen wieder verloren. Die wir natürlich jetzt zumindest zum Teil hier wieder reinholen können. Also mit der Einsaat, das ist sehr, sehr kostenintensiv. Da reicht sogar das Stroh nicht mal mehr aus, um das komplett hier abzudecken. Tja, deswegen brauchen wir halt eine gute Einnahmequelle. Ich habe ja schon auch an Bienenzucht gedacht, aber das Problem ist die Bienenzucht. Da müssen wir zwar überhaupt nichts für tun, außer hier jetzt mal den Mähdrescher abtanken. Da müssen wir gar nichts für tun für die Bienenzucht. Allerdings kostet die 20.000 Euro und bringt nur 15 Euro pro Stunde. So, das heißt also 180 Euro pro Tag, ne, 24 Stunden sind es ja, also 360 Euro pro Tag. Aha, da gockeln sie zu zweit, aber es ist doch nur einer da. Hm, auch nicht schlecht, vielleicht hat er irgendwie ein Stereosyndrom. Ja, also 360 pro Tag würde die Bienenzucht bringen, aber das ist natürlich hier im Harztal nicht wirklich viel. Also das bringt uns eigentlich nicht groß weiter. Und ich denke mal, die 20.000 Euro sollten wir vielleicht dann doch eher investieren in einen, ja, Radlader für die BGA. So, jetzt sind wir noch nicht mal andeutungsweise so weit, wie ich es gerne wäre. Jetzt haben wir nämlich nur noch 3.300 Euro und müssen natürlich Gas geben, weil die Seemaschine gnadenlos weiterfährt. Die lässt uns gar keine Zeit, hier zur Ruhe zu kommen. Oh, der Mähdrescher bewegt sich nicht. Ich hoffe, der dreht nur. Oder steht da der olle Solaris wieder im Weg? Das werden wir gleich sehen. Nö, ich stehe nicht im Weg. Dann dreht sie wirklich nur. Das ist gut. So, das war, glaube ich, jetzt auf der Bergabfahrt gewesen. Jetzt müssen wir erstmal die Spur wiederfinden, hier die richtige. So, wo haben wir sie? Da sehe ich sie nicht. Gut, ja, damit wir effektiv bleiben, machen wir das jetzt anders. Ich starte hier einfach und werde dann gucken, wo die Spur läuft, denn ja, die Seemaschine haut ganz schön rein und wir haben langsam Probleme, vor ihr zu bleiben. Das wird natürlich dann sehr schwierig. Ich hoffe, dass ich mich jetzt auch nicht mehr zu oft verfranz von den Spuren her, da muss ich halt ein bisschen drauf achten. Mähdrescher müsste man eigentlich auch schon wieder gleich abtanken. Also ihr seht, das wird jetzt langsam richtig, ja, stressig hier sogar. So, bevor ich das mache, werde ich jetzt aber erstmal hier rüberschwenken. Auf diese Spur. So, jetzt tanken wir mal schnell den Mähdrescher ab.
Den Kollegen habe ich ja zum Glück hier unten stehen. So, und der ist auch schon zu 82% gefüllt. Das heißt, wir müssen auch den hier bald mal abtanken. Da haben wir natürlich dann auch noch ein bisschen was vor uns. Müssen dann auch noch mal schnell zum Silo fahren. Aber bis jetzt schaut's gut aus, auch von der Geschwindigkeit her. Wie gesagt, nur das mit der Sämaschine ist natürlich jetzt etwas schwierig, weil die uns hier doch ganz schön in Trab oder auf Trab hält. Das heißt, wir werden jetzt hier mal gucken, dass wir gleich weitermachen. Notfalls muss ich gleich dann den Kipper auf die Seite fahren. Ja, und ganz da oben wäre die Spur gewesen und jetzt fahre ich hier schon wieder nebendran. Das ist doch echt. Also zentriert über die Spur fahren geht nicht. Das klappt halt einfach leider nicht. So. Nächste Spur. Also wieder ein Stückchen rechts davon halten. Jetzt lasse ich links was stehen. Also egal wie ich fahre, das klappt so oder so irgendwie nicht. Das ist echt doof. Jetzt holen wir uns erstmal hier den Streifen. Selbst den haben wir jetzt nicht richtig gekriegt. Eieiei. Also jetzt wird es langsam peinlich hier. So, jetzt nehmen wir hier das bisschen noch auf. Das sind zwar nur 3 Liter, aber ich will das schon eigentlich alles haben. So, und dann werden wir hier oben jetzt gleich den Rest noch mitnehmen. Und dann sind wir doch soweit wieder dabei. So, jetzt passt das wieder. Wunderbar. Ja, ich meine, es ist ja gut, dass die Sämaschine so Gas gibt. Dann haben wir am Ende nicht noch so lange Wartezeit, bis wir die Zeit wieder vorstellen können. Und im Moment sind wir ja auch noch ganz gut im Vorlauf. Und jetzt habe ich das nächste Problem, wo ich nämlich nichts machen kann, denn ja, jetzt stehe ich hier im Weg. Das ist natürlich geschickt. War aber abzusehen. So. Aber wenn es mir zu stressig wird, sage ich ganz ehrlich, dann werde ich einfach die Sämaschine ja, einen Moment abschalten. Weil ich lasse mich hier nicht unnötig hetzen. Ich will natürlich gucken, dass ich so viel wie möglich hinkriege. Aber wir müssen uns ja nicht in dem Sinn jetzt kaputt machen. Dann bleibt die halt einen Moment stehen, wenn sie uns zu nahe kommen sollte. Ist ja auch kein Problem. So, jetzt geht's hier weiter zum nächsten. Nächste Spur läuft. So, wir sind jetzt wieder soweit auch mit den Spuren bei. Und können natürlich hier wunderschön jetzt ein bisschen Vorsprung genießen. Wollte ich gerade sagen und stelle fest, ja, der Mähdrescher muss abgetankt werden. Da fahre ich aber noch ein Stückel hoch, bis ich fast auf der Höhe bin. So, bleiben wir aber erstmal stehen. Jetzt wechseln wir mal schnell darüber. Den müssen wir jetzt abtanken. Der bleibt zum Glück diesmal auf der richtigen Seite stehen. Dann können wir da noch ein bisschen aufholen. Ja, und so schnell geht dann die Feldbearbeitung. In Anführungszeichen schnell. Also ist ja schon eine große Fläche, aber ich glaube, dafür haben wir das soweit ganz gut im Griff. Bis jetzt zumindestens. Könnte noch ein bisschen besser laufen, wenn ich nicht dauernd hier irgendwelche Reste stehen lassen würde. Aber gut, auch daran arbeite ich und spätestens, wenn wir dann in den Genuss kommen, andere Mähdrescher zu haben, wird das auch ein bisschen einfacher, weil natürlich die Arbeitsbreite und das Korntankvolumen deutlich höher sind. So, einmal den Schwenk und einmal hier wieder zurück. Gucken, ob ich jetzt hier wieder was stehen lasse oder ob das diesmal hinhaut, weil es ist ja auch noch so eine breite Schwart. Aber das sieht gut aus. Ja, und jetzt sind wir schon unter 3000 Euro, also es wird langsam doch ganz schön knapp mit dem Geld. Von daher hoffe ich ja, dass uns das doch einiges wieder an Ertrag bringt jetzt, wenn wir das verkaufen. So, die Spur, die bringt uns schon mal zumindest einiges an Stroh hier rein. Das sieht schon mal gut aus. Wie gesagt, wir haben ja auch oben das Gras noch am Baseballfeld stehen, wo wir entsprechend noch ein bisschen einkassieren können für die BGA. Da brauchen wir ja, wie gesagt, ein bisschen mehr als geplant. Natürlich nicht so optimal, sonst hätten wir da schneller loslegen können. Aber nun gut, umso mehr Vorrat haben wir dann, wenn es dann rund geht, losgeht. Weil dann können wir nämlich mit einem Schwung richtig viel reinschaufeln. Und ich denke mal, Gras wird oben noch genug liegen. Das ist also nicht die Schwierigkeit. Vielleicht ändert sich das auch noch. Vielleicht wäre das jetzt nur ein Anzeigenproblem und würde dann bei der nächsten Füllung sozusagen dann gleich behoben bzw. nachgeholt, diese Prozentaktualisierung. Das müssen wir dann mal beobachten, wenn es soweit ist. So, der Mähdrescher ist schon wieder voll. Halt, da müssen wir hin. Ja, aber der Streifen wird gut, gut, gut klein. Das heißt, oh, jetzt ist gleich unser Mähdrescher.
noch nicht mal ganz leer, aber unser Kipper dann voll. Das heißt, wir müssen dann schnell mal das Ganze ins Silo bringen. So, wenn wir hier den Kollegen mal schnell abtanken, unseren Kipper mal voll machen. Das kommt jetzt auch noch mit rein. Wir haben doch keine Zeit für sowas, Leute. Nein, 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 nein. So, bis der jetzt in die Puschen kommt, ist er voll. Perfekt. So, einwandfrei. Und der Mähdrescher kann jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten, bis wir zurück sind. Ja, die Sämaschine hat hier schon ganz schön was fabriziert. Das ist gut. Ist ja schön, dass die so effektiv ist. So, wir bringen jetzt die nächsten 24.000 Liter rein. Das heißt also, hier sind wir jetzt doch schon bei 47.000 Liter an Gerste. Plus die 9.000, die wir noch übrig hatten von dem Weizenlager. So, das geben wir noch schnell aus. Dann haben wir, glaube ich, schon mal einen ganz guten Start. Dann sollten wir jetzt mit 40.000 schon über 12.000 Euro liegen. Fast 15.000 Euro. Ja, hilft uns dann doch ein bisschen vorwärts. So, jetzt beim Rausfahren nicht die Dummheit begehen, unter einem Silo durchzufahren. Das habe ich schon mal gemacht in einem anderen Let's Play. Wollte ich die Abkürzung nehmen, ganz schlau sein, bin unter dem Silo durchgefahren, hatte dann von der völlig anderen Fruchtsorte auf einmal schon wieder ein paar Liter drin, dann konnte ich gerade nochmal abkippen. War natürlich wunderschick. Sollte aber eigentlich nicht so sein. So, und jetzt fängt es an zu ruckeln. Warum, weiß ich nicht. Gut, dass der neue PC schon gekommen ist. Den bin ich gerade am Einrichten. Landwirtschaftssimulator habe ich auch schon installiert. Da werde ich, denke mal, ab Mitte bis Ende nächster Woche spätestens die neuen Folgen drauf aufnehmen. Und ja, dann wird dieser PC, den ich habe, jetzt eigentlich nur noch zum Rendern genutzt. Dann kann ich euch auch endlich mal wieder ein paar andere Projekte noch bieten, weil im Moment komme ich ja kaum hinterher. Ja, so. Na komm, fahren wir noch ein Stückchen nebendran. So, jetzt passt es wieder. Jetzt sind wir in Reichweite. Passt, alles gut, alles schön. Dann fahren wir mal hier ein Stückchen vor. Zum Drehen sollte es reichen. So, und jetzt müssen wir Gas geben. Denson hat uns hier die Sämaschine gleich eingeholt. Und das wäre gar nicht gut, zumal der Kollege hier auch gleich schon wieder voll ist. Das ist natürlich wiederum gut. Das bringt uns ja direkt wieder Geld. Aber ich glaube, wir müssen die Sämaschine dann doch mal abschalten zwischendrin, weil die ist doch schneller als der Mähdrescher und hat übel aufgeholt. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber das ist schon mal gar nicht schlecht, was da läuft. So, die ist voll. Gleich mit Vollgas runter. Ich fahre jetzt mal da hinten rum, denn ja, wir wissen, die Abladestelle ist ja da hinten praktisch ja, hinter den Häusern hier, also doch eher näher gesehen, wenn wir hier anfangen. Als wenn wir außenrum anfahren, sonst müssten wir erst wieder zurück und wieder hin und wieder. Naja. So, hier vorne ist nämlich schon der Hühnerstall. Und dann sind wir schon da zum Abtanken. Perfekt. Gibt's wieder ein paar Euros. So, und dann müssen wir, wie gesagt, langsam die Sämaschine im Auge behalten. Möchte nicht, dass die uns das für uns kostbare Stroh hier dann mit reingrubbert. Das wäre nämlich gar nicht gut. So, diesmal fahren wir von der Seite ran. Das geht genauso schick. Ist ja süß. Passt genau da rein. Optimal. So. Das wird entleert. Ein bisschen Geld kommt wieder rein. Das ist auch ganz gut, weil wenn wir auf die Finanzen gucken, sehen wir, ja, über die Ernte nehmen wir natürlich da schon ein bisschen mit rein. Aber es geht einiges flöten. Wir haben zwar noch Plus gemacht, natürlich, weil wir die Mission auch abgeschlossen haben. Allerdings, oh, ich muss den Mähdrescher abtanken, das kommt jetzt auch noch. Allerdings haben wir schon für den einen Tag jetzt schon über 3.200 Euro Lohnkosten. Und das zieht natürlich übel. Übel, übel, übel. So, und jetzt müssen wir auch gleich die Sämaschine mal pauschieren lassen. Denn sonst gruppert die uns da wirklich noch unser Stroh weg, das wollen wir nicht. Das wäre sehr schlecht. Das heißt, wir fahren auf alle Fälle mal im sogenannten Schweinsgalopp zu unserem Start. Und gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Vorsprung erreichen können. Ja, aber ich denke mal, mit unseren gegebenen Mitteln, die wir jetzt im Moment haben, liegen wir doch schon mal gar nicht so schlecht im Rennen. Ja.
könnten im Moment auch, glaube ich, nicht so die riesengroßen Verbesserungen machen, weil die 55.000, die wir haben, reichen einfach noch nicht, um eine gescheite Verbesserung, ja, ich sag mal, irgendwie einzusetzen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir für den Kurs eine gescheite Verbesserung hätten. Also von daher warten wir jetzt, wie gesagt, die Ernte ab. Dann gucke ich, ob wir in den Bereich BGA einsteigen können. Das wäre natürlich optimal, weil da könnten wir unheimlich viel Geld mitmachen. Und ich hoffe, da erleben wir keine bösen Überraschungen, was die Einnahmen und das alles betrifft. Das müssen wir dann halt mal schauen, wie es da aussieht. So, und jetzt sieht's so aus, als ob wir hier mit der Seemaschine sozusagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen machen. Im Moment haben wir noch die Nase vorne. Aber ich befürchte, das wird sich bald ändern, weil wir nämlich gleich schon wieder abtanken müssen. Schwierig, schwierig, obwohl der scheint unten gerade zu drehen. Das bringt uns noch ein paar wertvolle Sekunden. So. Dann können wir nämlich hier auf die Schnelle noch mal drehen und auch wieder Richtung abwärts fahren. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir die Seemaschine gleich mal eine Runde anhalten. Wir müssen nämlich jetzt auch den Mähdrescher schon wieder abtanken. So. Der ist uns zum Glück ja schon mal ein Stückel entgegengekommen. Na komm, fahr, auch wenn es bergauf geht. So, mein Freund. Ja, also wir versuchen sozusagen vor der Seemaschine zu flüchten. Aber das Schlimme daran ist, für uns eigentlich ja gut, die fährt halt immer weiter, die lässt sich von nichts aufhalten. So, und da kann er jetzt weiter tanken. In der Zeit können wir hier weiterfahren. Oh, und ich denke mal, von der Spurbreite sollte das eigentlich passen. Ja, da kann sie dann noch einmal runter, einmal hoch mitfahren. Das passt dann auch. Ja, haben wir doch wieder ein bisschen Vorsprung erreicht. Beziehungsweise vergrößern den jetzt noch ein bisschen. 3-4 Minuten haben wir ja noch Zeit. Aber so langsam wird es wirklich eng. Finanziell geht es einigermaßen noch. Wie gesagt, wir sind ja dann mit der Ernte bald durch. Das heißt, da sollten wir ja auch entsprechend ein bisschen Geld reinkriegen. Ich rechne mal so mit 15.000 bis 20.000 Euro für alles. Vielleicht wird es auch 1-2 Euro mehr. Dann hätten wir schon mal wieder ein bisschen Polster. Wir müssen ja dann auch unsere Düngemaschine entsprechend noch befüllen, dass wir hier noch düngen können. Das wird auch nochmal ein bisschen Geld kosten, aber das brauchen wir natürlich für den Ertrag. Denn hier ohne Düngen zu fahren wäre natürlich ganz bescheuert. Das wird uns gar nichts bringen. Ja, aber sieht gut aus. Wir bleiben noch vor der Seemaschine und sind schon fast am Mähdrescher. Denn den holen wir natürlich auch langsam ein hier. Da fehlt auch nicht mehr allzu viel für. So. Also im Moment läuft es, glaube ich, ganz gut. Hauptsache, wir bleiben produktiv, wie es da eine Kommentar so schön ausgesprochen hat. Ja, müssen halt gucken, dass wir alles effektiv nutzen, so schnell wie möglich und mit so wenig Kosten wie möglich hier im Prinzip vorwärts kommen und schauen, dass wir hier das Ganze nach vorne schieben. Oh, die Seemaschine will jetzt drehen. Das wollen wir jetzt auch gleich. Ist natürlich jetzt ganz geschickt. So, die dreht noch. Wir drehen auch noch, kommen uns nicht ins Gehege und fahren gleich mal hier der Maschine ein bisschen weg. Haben aber jetzt, oje, schon wieder ein Problem. Ich sehe es gerade. Wir müssen, nämlich jetzt erstmal unser Mähdrescher abtanken. Der ist jetzt hier sozusagen im Endspurt. So. Oh, und jetzt fährt uns die Seemaschine schon wieder davon. Das ist natürlich blöd. Mal gucken, ob wir die gleich wieder einholen können. Und ja, die Ernte kriegen wir jetzt doch in dieser Folge leider nicht fertig. Aber in der nächsten Folge schaffen wir es definitiv. Dann kriegen wir die Ernte fertig, das Stroh fertig, die Einsaat fertig, dann können wir auch düngen. Ja, dann sind wir eigentlich nächste Folge schon so weit, dass wir hier wieder die Zeit nutzen können, um noch ein bisschen, ja, Mähmissionen zu fahren. Die uns natürlich hier noch wertvolles Geld reinbringen. So, und jetzt könnte ich schön die Seemaschine einholen und jetzt ist gleich der Ladewagen voll. Ich könnte doch sowas von ins Essen gucken. Ja, also ihr seht, kleine Probleme, große Probleme. Aber irgendwie wurschteln wir uns da jetzt durch. Wie gesagt, es wird nicht mehr allzu lange so gehen. Bald sind wir an einem Punkt, wo wir 1-2 Sachen hier verbessern können. Dann kommt auf einmal richtig Geld in Kasse. Stichwort BGA.
Und so, jetzt gucken wir mal, kann ich dem da vielleicht vor die Schnauze fahren? Der ist ja ziemlich zügig. Fahr mal ganz frech quer da vorne weg. Dann bleibst du jetzt mal einen Moment stehen, du Trottel. So. Aber eins mache ich jetzt. Ich nehme mal hier, wenn der runtergefahren ist, die Sämaschine, den Helfer raus, dass wir einfach in der nächsten Folge nicht mehr so eine Hektik hier haben. Der hat ja schon richtig gut vorgearbeitet, hat ja auch nicht mehr allzu viel zu tun. Aber das ist mir einfach zu stressig hier, dauernd im Turbotempo versuchen, da vorne wegzufahren. So, den Helfer nehme ich mal raus. Das Geld brauchen wir jetzt nicht für die Wände zu verschleudern, das können wir selber machen. Ja, so, das passt. Wunderbar. Gut, jetzt werde ich mal gucken, wo ist unsere Sämaschine? Da können wir gleich gucken. Erstmal muss ich hier noch schnell abtanken. Dann verkaufen wir das Stroh noch hier, ja, und dann sind wir durch. Und dann geht es in der nächsten Woche weiter. Und am nächsten Wochenende schließen wir hier das Feld ab. Dann werden wir gucken, was unsere finanziellen Mittel sagen. Und dementsprechend gucken wir dann, wie wir hier weiterkommen. Denn wie gesagt, mittelfristiges Ziel wäre unten Feld 20 für 50.000 Euro zu kaufen. Und da dann den gehäckselten Mais. Aber wir brauchen in Summe 120.000 Euro. Ich sag mal, bis wir das zusammengespart haben, werden wir noch dann ein, zwei Mähmissionen machen am nächsten Wochenende. Gucken, dass wir die Rapsernte einfahren, die uns ja dann auch noch ein bisschen Geld bringt. Wir werden auch hier natürlich die Gerste-Ernte, ja, wegfahren. Auch den restlichen Weizen, den wir haben, werden wir noch wegfahren. Und dann sollten wir, glaube ich, schon auf einer ganz guten Hausnummer stehen. Denn, wie gesagt, 55.000 Euro haben wir eigentlich ja schon über den Kredit zur Verfügung. Plus vielleicht nochmal 15 bis knapp 20.000 Euro, die wir hier über die Ernte einfahren. Dann wären wir bei guten 70, sagen wir mal grob. Wir haben ja auch Kosten noch. 70.000 Euro würde bedeuten, wir könnten uns das Feld auf alle Fälle schon mal kaufen. Und ja, könnten vielleicht sogar schon den Kipper kaufen. Danach bräuchten wir noch knapp 100.000 Euro für die Sämaschine und die Erntemaschine. Die können wir ja zum Glück jeweils mit einem Traktor fahren, da brauchen wir auch keine Kombi. Das Ernten läuft eh manuell, da können wir auch nicht mit Helfer arbeiten. Und das wird, glaube ich, auch sehr interessant, so eine große Fläche dann, ja, mit einem Zweireiher-Ernter abzufahren. Deswegen hoffe ich natürlich auf einen großen Ertrag, dass wir da schnellstens auf den Big X kommen, um uns hier zu etablieren. Aber der kostet natürlich wahnsinnige Summen Geld. Also ich befürchte, eins bis zweimal müssen wir wohl schon in den sauren Apfel beißen. So, der Mähdrescher ist auch schon wieder voll, sehe ich gerade. Dann nehme ich jetzt auch hier mal den Helfer raus, weil wir haben es jetzt eigentlich ja schon wieder so weit geschafft. Okay, ich fahre jetzt noch mal ganz kurz hier hoch, während ich euch schon mal sehr herzlich für das Zuschauen danke. Hoffe natürlich, ihr seid am nächsten Wochenende hier beim Harzdall wieder mit dabei und verfolgt die spannende Geschichte, wie es dann mit der zukünftigen Planung hier losgeht. Zusätzlich hoffe ich natürlich auch auf euren Besuch bei meinen anderen Projekten. Nachdem ich jetzt den zweiten PC so nach und nach hier fertig habe und bald zum Einsatz bringen kann, werde ich natürlich auch schauen, dass wir hier eins, zwei Zusatzprojekte vielleicht machen. Da muss ich mal gucken, wie das läuft. Ich werde jetzt erstmal heute am Sonntag, den 10., alles aufnehmen, was ich so für die nächste Woche brauche. Denn dummerweise muss ich nächste Woche auch noch in die Nachtschicht rein. Da kann ich also nicht mehr viel produzieren tagsüber. Und ja, dann lasse ich mal den neuen Kollegen rendern. Und wenn das natürlich schnell genug läuft, haben wir den Vorteil, dass vielleicht noch so das ein oder andere Programm kommt. Ich habe nämlich hier noch so ein paar Sachen rumliegen. Auf meinem Zettel stehen da so Sachen wie Wolf Team, wie Fallen Lords. Nächste Woche kommt noch der Städtebahn-Simulator oder Stadtbahn-Simulator, wie er heißt. Auch den möchte ich euch natürlich exklusiv vorstellen. Auch schauen, dass ich den schnellstmöglich bringe, denn das ist der Release-Tag. Das sollte also auch natürlich wieder zeitnah laufen. Dann haben wir noch den Zirkus-Simulator, den Car-Tycoon, den Flugsimulator X. Und ja, so geht's halt immer weiter und das muss alles auch verarbeitet werden. Daran mache ich mich jetzt, sag vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Die Spur fahre ich fertig. In diesem Sinne, bis dahin, Servus und Tschüss. So, Gruber Bauer, scholz die Kisten aus, ist Feierabend für heut, geh, mach Feierabend, gut ist aus, ist Basta.